Wie schon gesagt, mein Name ist Franz Nickel vom Außenwirtschaftscenter Frankfurt. Ich wurde schon kurz vorgestellt. Ich darf auch noch mal kurz sagen, was wir in Deutschland machen, gemeinsam mit den Kollegen vom Außenwirtschaftscenter Berlin und dem in München. Wir unterstützen österreichische Technologieunternehmen beim Export von Innovationen. Wir versuchen für sie Partner in Deutschland zu finden, mit denen sie ins Geschäft kommen können. Wir sind aber auch umgekehrt tätig bei dem sogenannten Abholen von Technologie und von Forschung und Entwicklung, indem wir versuchen, interessante neue Themen, interessante neue Technologiefelder aufzuspüren und hier in Österreich zu präsentieren, Sie hier in Österreich vor Ort zu informieren, was sich in den Auslandsmärkten tut. Ich darf Sie heute durchs Programm führen, gemeinsam mit dem Kollegen Herrn Koch. Ich darf Sie vielleicht anfangs noch darauf hinweisen, Sie sehen, die Veranstaltung wird mitgefilmt. Sie haben die Möglichkeit, in einer Woche dann das Video downzuladen in Verbindung mit den Vorträgen und sich das Ganze nochmal zu Hause in Ruhe anzuschauen, sich vielleicht noch das eine oder andere in Ruhe herauszuschreiben, mitzuschreiben, wichtige Informationen herauszuziehen. Ich wünsche uns und Ihnen einen spannenden Tag hier heute in der Wirtschaftskammer Österreich. Kommen Sie mit den Referenten ins Gespräch, suchen Sie das Gespräch, suchen Sie den Austausch. Und ich darf jetzt an den Herrn Koch weitergeben von Innovationsallianz Nordrhein-Westfalen, der uns noch etwas zum Ablauf des Tages erzählen wird. Bitte, Herr Koch. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Nickel. Ich bin schon vorgestellt worden. Hartmut Koch ist mein Name. Ich leite das sogenannte Servicebüro der Innovationsallianz der NRW Hochschulen. Zur Innovationsallianz werden wir sicherlich nachher noch ein bisschen was hören. Ja, Herr Nickel sagte es gerade. Ein paar Takte noch zum Tagungsprogramm. Ich denke, die Tagesordnung ist im Wesentlichen bekannt und der Tagesordnung haben Sie entnehmen können. Wir haben uns heute einiges vorgenommen und im Grunde genommen stecken wir ja schon mittendrin. Herr Magister Laaf hat gerade schon begrüßt, es schließt sich jetzt an, eine Gesprächsrunde zum Thema unseres heutigen Tages, das heißt Chancen und Herausforderungen im Bereich Bionik. Und in dieser Gesprächsrunde vertreten sein werden neben Herrn Magister Laaf, Herr Dr. Ebling, Vorstand, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Innovationsallianz und Herr Hornschmidt, Geschäftsführer der Firma Fürst Alpin Krems Finaltechnik. Nach dieser Gesprächsrunde werden wir dann richtig eintauchen können in das Thema unserer heutigen Veranstaltung. Und zum Tauchen gehört ein vernünftiger Begleiter. Und für diese Begleitung haben wir gewinnen können Herrn Professor Baumgartner von der RWTH in Aachen. Er wird uns gleich auf die Spur setzen, die uns dann den ganzen Tag über begleiten wird. Nach dem Beitrag von Herrn Baumgartner haben wir erstmal eine kleine Kaffeepause vorgesehen. Innerhalb dieser Kaffeepause soll genau das passieren, was Herr Nickel gerade sagte, nämlich das Gespräch angeregt und durchgeführt werden zwischen den verschiedenen Beteiligten hier im Raum. Nach der Kaffeepause geht es dann in einen Tagesordnungspunkt, den wir überschrieben haben, mit innovative Impulse. In einem ersten Teil werden 6 Kolleginnen und Kollegen aus nordrhein-westfälischen Hochschulen über ihre aktuellen Forschungsprojekte jeweils zu unterschiedlichen Themenbereichen der Bionik referieren und damit so ein bisschen den Boden bereiten für das, was wir dann gemeinsam auch am Nachmittag vorhaben. Nach den Berichten der Hochschulforschenden schließt sich auch das gehört nach unserer Vorstellung zu den innovativen Impulsen dazu, kommt ein Beitrag von Herrn Dr. Naderer. Herr Naderer ist Geschäftsführer von Fair Robotics Compliant Robot Technology GmbH und Herr Naderer wird berichten über einen speziellen bionischen Ansatz über Compliant Robotic. Nach der wohlverdienten Mittagspause, die, so hoffen wir, intensiv durch Gespräche genutzt werden wird, haben wir den Nachmittag vorgesehen zur Vertiefung der Dinge, die wir am Vormittag aufspannen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, die Dinge, die heute am Vormittag ausgebreitet werden, in Gesprächsrunden in kleineren Kreisen noch einmal zu vertiefen. Verfahren dafür ist das World Café, zum Verfahren und zum Vorgehen nachher noch ein bisschen mehr. Das Ganze wird dann so gegen 14.30 Uhr, 14.40 Uhr schließen mit einer abschließenden Runde, in der wir nochmal zusammenkommen und über die Ergebnisse des heutigen Tages und vielleicht auch Perspektiven, die sich ergeben haben, diskutieren. Den Abschluss bildet dann ein Get-Together mit einer weiteren Fortsetzung von Gesprächsrunden. Ja, soweit zu dem, was wir heute im Laufe des Tages vorhaben. Und ich übergebe jetzt wieder an den Kollegen Franz Nickel, der die Gesprächsrunde anmoderieren wird. Vielen Dank.
Ich habe jetzt die Ehre, wirklich in das Thema einzusteigen, Bionik. Unter Bionik verstehe ich oder verstehen wir im Allgemeinen das Extrahieren von Wirkprinzipien, von funktionalen Prinzipien aus der Natur und das gezielte Anwenden dieser Lösungen, die man dabei entdeckt, auf technische Problemstellungen, ist also viel mehr als das reine Kopieren von natürlichen Vorgängen und natürlichen Strukturen, sondern es ist ein zielgerichteter, strukturierter Prozess. Und es ist das erste Mal, dass wir heute dieses Thema Bionik hier in der Wirtschaftskammer behandeln werden mit internationaler Unterstützung. Und ich darf gleich mal Herrn Magister Laff fragen, Herr Laff, wie kam es eigentlich dazu, dass wir uns dieses Thema Bionik ausgesucht haben und vor allem dieses Thema auch im Kreise der internationalen Referenten besprechen wollen? Es ist, wie zuerst kurz angedeutet, schon unsere Aufgabe, auf neue Entwicklungen hinzuweisen. Das angesprochene Netz von Technologieexperten, das wir jetzt im Ausland aufgebaut haben, ist natürlich auch ein Grund, dass wir diese Themen nehmen, die ihr vorschlagt. Also im Endeffekt warst du der Grund. Ein zweiter Grund ist ganz sicherlich, dass wir uns so ein bisschen das Motto gesetzt haben, von den Besten lernen. Und da gehört ganz sicher die Natur dazu. Und was als Modell dienen soll, die Innovationsallianz, wie gestalte ich die Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft am effektivsten? Ja, ich möchte eine zweite Frage stellen an den Kollegen Dr. Dirk G. Ebling. Ich sagte es gerade schon, Herr Ebling ist stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Innovationsallianz. Herr Ebling, vielleicht auch einfach ganz kurz einmal, was macht die Innovationsallianz eigentlich? Das wäre die erste Teilfrage. Und die zweite Teilfrage, was macht die Innovationsallianz hier im schönen Wien? Was hat die Innovationsallianz hier vor? Vielleicht sagen Sie dazu ein bisschen was. Ja, vielen Dank, Herr Koch. Zunächst mal, was ist die Innovationsallianz? Die Innovationsallianz hat sich im Jahre 2007 gegründet als Zusammenschluss von etwa 30 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit dem Ziel, das Potenzial, was in den Hochschulen sitzt, stärker zu nutzen, stärker mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es sind etwa 50.000 Wissenschaftler in Nordrhein-Westfalen. Dieses Potenzial wollte man einfach stärker für Innovationen nutzen. Ziele sind natürlich, den Transfer zwischen den Hochschulen und den Unternehmen zu verbessern, zu vergrößern, zu intensivieren, entsprechende Netzwerke zu schaffen, die Dialoge zu verstärken zwischen den beteiligten Teamplayern und auf diese Weise mehr Innovation zu schaffen. Natürlich auch eine verbesserte Verwertungskultur. Also es sind viele Aspekte, die wir versuchen, auf diese Weise umzusetzen. Es ist eine Initiative, die von den Hochschulen ausgeht, die von dem Ministerium getragen wird und unterstützt wird und die auch durch gezielte Fördermaßnahmen versucht, diese frühen Phasen der Entwicklung von Projekten zu unterstützen und zu fördern. Warum sind wir jetzt damit hier nach Wien gekommen? Wir haben einen Bereich innerhalb der Innovationsallianz, der sich stärker auch mit EU-Aktivitäten beschäftigt. Das Ziel war natürlich zu überlegen, wie können wir auf europäischer Ebene dieses erworbene Wissen für den Transfer dann ausweiten und damit noch einen größeren Mehrwert schaffen. Da sind wir dann darauf gekommen, dass wir uns also viel stärker auch mit den Unternehmen europaweit vernetzen müssen, besonders halt hier auch mit dem Mittelstand. Und wir machen schon seit einigen Jahren Kompetenzkataloge zu Themenfeldern, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. So haben wir also zu Ambient Assisted Living einen Katalog herausgebracht zum Thema Water und jetzt im letzten Jahr zum Thema Smart Cities. Diese Kataloge haben wir dann in Brüssel vorgestellt, im Austausch mit Kommissaren der EU, mit Stakeholdern aus der Industrie und aus den entsprechenden Verbänden. Und da haben wir jetzt gezielt die Mittelstandsverbände angesprochen und so unter anderem eben auch den österreichischen Wirtschaftsverband und haben dort versucht, diese Thematik zu verstärken und eben auf Themenfelder zu fokussieren. Und das hat uns jetzt erfreulicherweise der Dialog mit dem Herrn Nickel dazu geführt, dass wir also das Thema Bionik aufgegriffen haben und da wir im Lande doch einige Aktivitäten im Bereich Bionik haben, bot sich das an, eine solche Veranstaltung hier ins Leben zu rufen. Und ich bin also hoch erfreut, wie groß doch der Zuspruch und die Teilnahme zu dieser Veranstaltung ist.
sodass ich hoffe, dass wir da heute noch eine ganze Menge sehr lebendiger Gespräche dazu führen können. Danke, Dr. Ebling. Herr Haunschmidt, Sie sind Vertreter der Industrie, Sie sind unsere Klientel. Das, was wir heute vorhaben, also die Anbahnung von Gesprächen zwischen österreichischen Unternehmen und nordrhein-westfälischen Lehrenden, das kennen Sie aus Ihrer eigenen Geschäftstätigkeit. Ist dieses Ziel, also die Anregung von Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie, ist das realistisch zum einen? Und meine zweite Frage wäre, was können Sie da aus Ihrer Erfahrung in der Industrie dazu erzählen? Danke. Es ist nicht nur realistisch, es ist teilweise auch schon Realität. Ich vertrete hier die Voestalpine. Voestalpine produziert einige Millionen Tonnen Stahl im Jahr, Kohlenstoffstahl, Edelstahl. Wir verarbeiten den Stahl auch selbst zu Schienen und zu Blechen und zu Profilen bis zum Fertigprodukt. Schließt eine Vielzahl von Prozessschritten ein, vom Vergießen des Stahls, wo es um die Chemie geht, dann weiter beim Bearbeiten, beim Walzen, Wärmebehandeln. Das erfordert eine Vielzahl von unterschiedlichen Fachgebieten und Know-how-Gebieten, die man im Unternehmen kaum in dem geforderten Detaillierungsgrad selbst vorhalten kann. Und da ist sind Kooperationen mit Universitäten sehr wichtig, um dieses Spezialwissen hereinzuholen und auch um gewisse Kapazitätsengpässe in der Forschung natürlich auch auszugleichen. Und gerade zum Thema Bionik noch dazu. Die Bionik hat uns einiges voraus, oder die Biologie oder die Evolution, die hatte wesentlich mehr Mannjahre zur Verfügung, als wir in der Forschung momentan haben. Und wenn wir auf diese Ressource zurückgreifen können und nutzen können, umso besser. Vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage. Wir haben gehört, vielleicht werden wir heute noch ein wenig mehr darüber erfahren, dass Sie ja zusammenarbeiten mit Herrn Professor Baumgartner von der RWTH Aachen. Wie haben Sie zusammengefunden? Wie sind Sie auf Herrn Professor Baumgartner gestoßen? Naja, muss ich kurz weiter ausholen. Also ich suche für die Firma immer ungewöhnliche Ideen. Die gewöhnlichen Ideen hat der Mitbewerb auch. Also richtig absetzen können wir uns nur mit wirklich herausragenden oder unerwarteten Lösungsansätzen. Und da habe ich immer schon ein bisschen Richtung Biologie geschielt. Aber ich habe mir versucht, Fachzeitschriften zu besorgen, Bücher zu besorgen, das zu lesen. Hochinteressant, aber ich habe es nicht verstanden. Und da hatte ich dann das Glück, vor einiger Zeit in Alpbach bei einer Technologiekonferenz Herrn Baumgartner zu hören und einen Vortrag von ihm. Und war sofort begeistert, habe gesagt, den Mann darf ich nicht mehr auslassen, habe ihn gleich in Aachen besucht und dann haben wir in Linz Brainstormings gemacht, wir haben mittlerweile in Krems Brainstormings gemacht und der Vorteil oder das, was ich ihm nicht verstanden habe, hat er in seinem Hinterkopf. Herr Professor Baumgartner hat Mechatronik studiert, abgeschlossen, hat dann ein Biophysikstudium nachgeschalten und genau diese Kombination was ist technisch gefragt, was ist gefordert, was kann man umsetzen, was sind die Phänomene, die bewährten Phänomene der Natur oder auch die außerordentlichen und wie kann man die skalieren, mutieren für die Anwendungen, die hat er die in seinem Kopf. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben gesehen an den Rückmeldungen, die wir von einigen Teilnehmern bekommen haben, dass die Situation, die Sie gerade umrissen haben, ich bin neugierig, ich interessiere mich für dieses Thema, aber ich kann das noch nicht so richtig durchdringen, offenbar für viele in dieser Runde gilt. Würden Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen empfehlen, ähnliche Schritte zu tun, einfach mal den Kontakt zu suchen und ins Gespräch zu kommen? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben in den Brainstormings so viele Ideen generiert. Das war schon richtig unheimlich. Also da muss man dann wirklich schauen, welche Prioritäten setzt man, was nimmt, was packt man dann wirklich an, was arbeitet man ab. Aber man kommt auf Ansätze, auf die man im Gespräch, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Prima, ganz herzlichen Dank. Dann danke ich mal für die einführenden Worte. Ich darf vielleicht noch kurz, bevor wir in Medias Res gehen, Sie drei fragen, was erwarteten Sie von dem heutigen Tag? Was ist Ihr Ziel? Wir wollen das am Ende vielleicht nochmal nachfragen, ob erste Schritte zur Erreichung dieses Ziels eingeleitet wurden. Ich darf die drei Herren vielleicht beginnen mit Herrn Love nochmal ganz kurz um ein, zwei Sätze bitten, was die Erwartungen an die heutige Veranstaltung konkret sind. Für uns ist es ein Test, Veranstaltungen in dieser Art auch für andere Themen zu organisieren in weiterer Folge, wenn das auf Akzeptanz der österreichischen Firmen stößt.
Ja, für mich ist natürlich naheliegend, dass wir möglichst viele Projekte machen und dass hier schon für möglichst viele gute Gespräche entstehen, die auch dann zu einem fruchtbaren Ergebnis führen. Aber ähnlich wie der Herr Laaf das schon gesagt hat, ist das auch für uns ein Test. Wir haben also auch noch nicht viele solche Veranstaltungen im europäischen Ausland geführt. Und ich würde das auch gerne sehen, ob man das eben für andere Länder entsprechend für uns umsetzen kann, für die Innovationsallianz. Ja, ich wünsche uns hier im Saal, dass wir Ideen finden, dass wir durch die anregenden Vorträge zu Ideen kommen, auf die der Mitbewerb, der heute ungeschickterweise nicht hier ist, nicht kommt. Viel schöner hätte man diese erste Einführungsrunde gar nicht abschließen können. Herzlichen Dank an Sie drei für das Formulieren der Erwartungen. Wie Franz Nickel gerade schon sagte, werden wir ganz am Schluss nochmal innehalten und schauen, inwieweit wir diesen Zielsetzungen ein Stück näher gekommen sind heute, beziehungsweise inwieweit sich die Idee, die Vorstellung dieser Testsituation hier dargestellt hat im Verlaufe des Tages.